Zweite Woche, sechster Tag. Die Frau der Apokalypse. Maria geht als Mutter immer ihrem Sohn voraus. Bei seiner ersten Ankunft ist er durch Maria zu uns gekommen. Auch bei seiner zweiten Ankunft wird Maria eine große Bedeutung haben. Betrachte, goldenes Buch. Erstens prophetischer Blick in die letzten Zeiten. Besonders gegen das Ende der Welt, und zwar schon bald, wird Maria auf Erden mit einem Eifer verehrt werden wie nie zuvor. Denn gerade für die letzten Zeiten hat Gott beschlossen, im Verein mit seiner Heiligen Mutter Heilige groß zu ziehen, welche die Mehrzahl der anderen Heiligen an Heiligkeit so weit übertreffen werden, als die Zedern des Libanon über das niedere Gesträuch emporragen, wie solches einer heiligmäßigen Person geoffenbart ward, deren Leben durch Derenti beschrieben wurde. Diese großen Seelen, voll Gnade und Eifer, sollen sich den Feinden Gottes entgegenstellen, die sich von allen Seiten mit Ingrimm erheben werden. Sie werden in ganz besonderer Weise der Allerseligsten Jungfrau ergeben sein, durchstrahlt von ihrem Lichte, genährt von ihrer Milch, geführt von ihrem Geiste, gestützt auf ihren Arm und geborgen unter ihrem Schutzmantel. Mit der einen Hand werden sie die Heretiker mit ihren Heresien die Schismatiker mit ihren Schismen, die Götzendiener mit ihrer Abgötterei und die Sünder mit ihren Gottlosigkeiten bekämpfen, niederwerfen und ausrotten. Mit der anderen werden sie den wahren Tempel Salomons und die geistige Stadt Gottes aufbauen. Das heißt, sie werden die Verehrung der allerseligsten Jungfrau ausbreiten, die ja von den heiligen Vätern der Tempel Salomons und die Stadt Gottes genannt wird. Sie werden die ganze Welt durch Wort und Beispiel zur wahren Andacht zu Maria anleiten, was ihnen zwar viele Feinde zuziehen, aber auch viele Siege und großen Ruhm beim Allerhöchsten bereiten wird. Gott selbst hat dies dem heiligen Vincenz Ferrerius, dem großen Apostel seines Jahrhunderts, geoffenbart, wie von ihm deutlich genug in seinen Schriften erwähnt wird. Der Heilige Geist scheint diese Wahrheit im Psalm 58 vorhergesagt zu haben mit den Worten Der Herr wird herrschen über Jakob und bis an die Enden der Erde. Gegen Abend werden sie umkehren und Hunger leiden wie Hunde und herumlaufen in der Stadt, um Nahrung zu finden. Diese Stadt, welche die Menschen gegen das Ende der Zeiten finden werden, um sich zu bekehren und ihren Hunger nach Gerechtigkeit zu stillen, ist die heiligste Jungfrau, die vom Heiligen Geiste Stadt und Festung Gottes genannt wird. Durch Maria hat das Heil der Welt begonnen. Durch Maria muss es auch vollendet werden. Maria ist bei der ersten Ankunft Christi fast nie hervorgetreten damit die Menschen, die über die Person ihres göttlichen Sohnes noch zu wenig unterrichtet und aufgeklärt waren, nicht etwa die Würde ihres Kindes übersehen und sich in allzu sinnlicher Weise an Maria anschließen möchten, was wegen der wunderbaren Reize, welche Gott im Geheimen sogar über ihr Äußeres ausgegossen hatte, offenbar leicht geschehen wäre so hat uns der heilige Dionysius der Areopagite schriftlich überliefert, dass er bei ihrem Anblick wegen ihrer verborgenen Reize und ihrer unvergleichlichen Schönheit versucht gewesen wäre, sie für eine Gottheit zu halten, wenn ihn nicht der Glaube, in welchem er feststand, davon zurückgehalten hätte. Bei der zweiten Ankunft Christi muss aber Maria erkannt und durch den Heiligen Geist geoffenbart werden, damit durch sie Jesus Christus erkannt, geliebt und ihm gedient werde. Denn die Gründe, welche den Heiligen Geist bewogen haben, seine Braut während ihres irdischen Lebens verborgen zu halten und von ihr seit Verkündung des Evangeliums nur wenig zu enthüllen, bestehen dann nicht mehr. Gott will also Maria, das Meisterwerk seiner Hände, in den letzten Zeiten offenbaren und verherrlichen. Erstens, weil sie sich in dieser Welt verborgen und aufs Tiefste verdemütigt hat, indem sie es sich von Gott, von seinen Aposteln und Evangelisten erwirkte, dass ihre Herrlichkeit der Welt nicht geoffenbart wurde. Zweitens, wie Maria einst hier auf Erden durch die Gnade, so ist sie jetzt im Himmel durch die Glorie das Meisterwerk der Hände Gottes, weswegen ihn preisen und verherrlichen sollen alle Geschlechter auf Erden. Drittens, weil Maria die Morgenröte ist, die dem Heiland als der Sonne der Gerechtigkeit vorausgeht und sie ankündigt, so muß sie erkannt und verstanden werden, um die Menschen zur Erkenntnis Jesu Christi zu führen. Viertens, wie Maria der Weg ist, auf dem Jesus Christus das erste Mal zu uns gelangte, so wird sie dies auch bei seiner zweiten Ankunft sein, wenn auch nicht auf gleiche Weise. Fünftens. Da Maria der sichere, gerade und makellose Pfad ist, um Jesus zu finden und ihn vollkommen zu erkennen, so müssen alle Seelen, die nach Heiligkeit streben, dieses Ziel durch Maria erreichen denn wer Maria findet, findet das Leben, nämlich Jesus Christus, welcher der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Man kann aber Maria nur finden, wenn man sie kennt, denn niemand sucht und verlangt etwas, was er nicht kennt. Zur Erkenntnis und Verherrlichung der heiligsten Dreifaltigkeit ist daher mehr als je die Erkenntnis Maria notwendig. Sechstens. Maria soll deswegen mehr als je zuvor in ihrer Barmherzigkeit, Macht und Gnadenfülle gerade in den letzten Zeiten erkannt und geliebt werden. In ihrer Barmherzigkeit, damit sie die armen Sünder und die irrenden Söhne zurückführe und liebreich aufnehme, welche sich bekehren und zur katholischen Kirche zurückkehren wollen. In ihrer Macht gegen die Feinde Gottes, die Götzendiener, Schismatiker und Mohammedaner, die Juden und alle verhärteten Gottlosen, welche sich erheben werden, um mit furchtbarer Wut möglichst viele zu verführen und durch Versprechen und Drohungen zum Abfall zu bringen. Endlich soll Maria auch leuchten in ihrer Gnadenfülle, um die tapferen Streiter und die treuen Diener Jesu Christi, welche für seine Kirche kämpfen werden, zu begeistern und zu stärken. 7. Schließlich soll Maria der Schrecken der Dämonen und ihres Anhanges werden, gleich einem in Schlachtordnung aufgestellten Heere, und zwar gerade in den letzten Zeiten, weil der Satan wohl weiß, dass ihm dann nur noch wenig Zeit zur Verfügung steht, um die Seelen zu verderben, und er daher seine feindlichen Anstrengungen und Angriffe von Tag zu Tag verdoppeln wird. Alle Kraft wird er zusammenfassen, um neue Verfolgungen gegen die Kirche heraufzubeschwören und besonders den treuen Dienern und wahren Kindern Mariä schreckliche Nachstellungen zu bereiten, weil er sie am wenigsten zu überwinden vermag. Heilige Schrift Am Himmel erschien ein großes Zeichen. Eine Frau, mit der Sonne umkleidet, den Mond unter ihren Füßen, und einer Krone von zwölf Sternen auf ihrem Haupte. Sie war gesegneten Leibes. Noch ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Ein großer, feuriger Drache. Sein Schweif fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels weg. Der Drache stellte sich vor die Frau, die gebären sollte, um ihr Kind gleich nach der Geburt zu verschlingen. Doch ihr Kind war zu Gott auf seinen Thron entrückt. Da erhob sich ein großer Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie vermochten nicht standzuhalten, und ihr Platz im Himmel ging verloren. So wurde der große Drache gestürzt, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt, und welche die ganze Welt verführt. Als der Drache sich auf die Erde hinabgestürzt sah, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde gegen sie geschleudert hatte. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen gegen ihre übrigen Kinder, die Gottes Gebote beobachten und am Zeugnis Jesu festhalten. Offenbarung 12, 1 bis 18 Goldenes Buch Früchte dieser Andacht Wenn du diese Andacht übst und das Wenige, was ich dich gelehrt, treu befolgst, wird deine eigene Erfahrung schneller und besser, als ich es zu sagen vermag. Dir zeigen, welch große Gnadenschätze mit dieser Übung verbunden sind. Du wirst darüber staunen und mit Jubel erfüllt werden. Arbeiten wir demnach, geliebte Seele, und handeln wir so, dass durch treue Übung dieser Andacht die Seele Mariä in jedem von uns sei, um den Herrn zu verherrlichen, und der Geist Mariae uns innewohne, um in Gott, unserem Heilande, zu frohlocken. Das sind die Worte des heiligen Ambrosius. Sit in singulis anima Mariä. Ut magnificet dominum, sit in singulis Spiritus Mariae, ut exultet in Deo. Sei überzeugt, dass keineswegs mehr Ehre und Glück darin besteht, im Schoß Abrahams im Paradies zu ruhen, als im Schoß Mariae, denn in diesem hat Gott selbst seinen Thron aufgeschlagen. Das sind die Worte des gelehrten Abtes Guericus. Ne credideris maiores esse felicitatis habitare in Sinu Abrahae. Qui paradisus. Quam in Sinu Mariae. In quo dominus possuit tronum suum. Diese Andacht, treu geübt, bringt in der Seele eine Fülle der herrlichsten Wirkungen hervor. Die hauptsächlichste aber besteht darin, dass das Leben Maria in einer Seele so fest gegründet wird, dass es gewissermaßen nicht mehr die Seele ist, welche da lebt, sondern Maria in ihr. Denn die Seele Maria wird sozusagen ihre Seele. Ist aber durch diese unaussprechliche, aber doch wahrhafte Gnade die Gottesmutter Maria Königin in einer Seele, welche Wunder bringt sie nicht in derselben hervor? Sie ist ja die Meisterin der großen Wunderdinge, besonders im Inneren, und arbeitet dort im Geheimen, sogar ohne Wissen der Seele, welche bei der Kenntnis hiervon leicht die Schönheit ihrer Arbeiten zerstören könnte. Da Maria ferner überall die fruchtbare Jungfrau ist, so bringt sie in das Innere eines jeden Menschen, bei dem sie einkehrt, Reinheit des Herzens und des Leibes, Reinheit der Absichten und der Gedanken sowie die Fruchtbarkeit der guten Werke hervor. Denke daher nicht, teure Seele, Maria, das fruchtbarste unter allen Geschöpfen, das sogar einen Gottmenschen zur Welt gebracht hat, bleibe müßig in einer reinen Seele. Sie wird diese immer da für Jesus Christus und Jesus Christus in ihr leben lassen nach dem Worte des heiligen Paulus. O meine Kindlein, für die ich abermals Geburtsschmerzen habe, bis Christus in euch gestaltet wird. Galater 4,19. Wenn Jesus Christus die Frucht Maria in jeder einzelnen Seele ist, ebenso wie die Welt im Allgemeinen, so ist Jesus Christus ganz besonders ihre Frucht und ihr Meisterwerk in jener Seele, in der sie Wohnung genommen hat endlich wird maria für eine solche seele bei jesus christus alles erwirken sie erleuchtet den verstand mit ihrem reinen glauben vertieft das herz durch ihre demut erweitert und erwärmt es durch ihre liebe reinigt es durch ihre reinigkeit adelt und verherrlicht es durch ihre mutterschaft doch wozu noch lange reden die erfahrung lehrt diese wunderwerke maria die den weisen und stolzen ja selbst den mittelmäßigen Christen beiderlei Geschlechtes unglaublich erscheinen. Wenn Gott durch Maria das erste Mal in Erniedrigung und Selbstentäußerung in die Welt gekommen ist, warum sollte man nicht glauben, dass er auch das zweite Mal durch Maria kommen werde, wie die ganze Kirche ihn erwartet, um überall zu herrschen und zu richten die Lebendigen und Toten? Freilich, wie und wann dies geschehen wird, wer kann das wissen? Doch das weiß ich, dass Gottes Gedanken von den unsrigen weiter entfernt sind als der Himmel von der Erde, und dass er zu einer Zeit und auf eine Weise kommen wird, wann und wie es selbst die gelehrtesten und schriftkundigsten Menschen am wenigsten erwarten. Man darf auch überzeugt sein, dass Gott gegen das Ende der Zeiten und vielleicht eher als man meint, große, vom Heiligen Geiste und vom Geiste Maria erfüllte Männer erwecken wird, denen Maria die Gnade vermitteln wird, große Wunder in der Welt zu wirken, um die Sünde zu zerstören und das Reich Jesu Christi ihres Sohnes auf dem zertrümmerten Reich der verdorbenen Welt wiederherzustellen. Ja, gerade durch diese Andacht zur allerseligsten Jungfrau, welche ich freilich nur in kurzen Zügen andeuten und bei meiner Schwachheit nur unvollkommen darlegen kann, werden diese heiligen Männer alles zustande bringen. Äußere Übungen dieser Andacht Außer der innerlichen Übung dieser Andacht gibt es auch mehrere äußere Übungen, die man nicht unterlassen und vernachlässigen darf. Die erste Übung besteht darin, dass man sich an einem besonderen Gedenktag durch die Hände Mariä, zu deren Sklaven man sich macht, vollkommen dem Heiland schenkt. Zu diesem Zwecke wird man an dem betreffenden Tage die Heilige Kommunion empfangen und ihn in größter Sammlung zubringen. Diesen Weiheakt soll man jährlich wenigstens einmal an demselben Tage erneuern. Zweitens soll man der allerseligsten Jungfrau jedes Jahr am gleichen Tage eine kleine Abgabe als Zeichen der Knechtschaft und Abhängigkeit entrichten. Auf solche Weise pflegten die Sklaven immer ihren Gebietern zu huldigen. Diese Abgabe kann in irgendeiner Abtötung, einem Almosen, einer Wallfahrt oder einigen Gebeten bestehen. Der selige Marinus hat sich, wie sein Bruder, der selige Petrus Damianus berichtet, alljährlich am Jahrestag seiner Aufopferung öffentlich vor dem Altare der allerseligsten Jungfrau gegeißelt. Derartiges wird aber von niemand verlangt, nicht einmal angeraten. Wenn man Maria auch nicht viel gibt, so soll man doch das wenige, das man ihr anbietet, mit demütigem und dankbarstem Herzen opfern. Drittens soll man alljährlich mit besonderer Andacht das Fest der Verkündigung Mariä, das Hauptfest dieser Andacht, begehen, an welchem man vor allem die Abhängigkeit betrachtet, ehrt und nachahmt, der sich das ewige Wort Gottes aus Liebe zu uns an diesem Tage unterzogen hat. Die vierte äußere Übung besteht darin, jeden Tag, ohne sich jedoch durch eine Sünde dazu verpflichtet zu halten, die kleine Krone der allerseligsten Jungfrau zu beten, die aus drei Vater Unser und zwölf Ave Maria besteht. Auch ist es ratsam, oft das Magnifica zu beten, welches der einzige Gesang ist, den wir von Maria haben, um Gott für seine Wohltaten zu danken und um neue Gnaden zu erlangen. Ganz besonders sollen wir es uns angelegen sein lassen, diesen Lobgesang nach der heiligen Kommunion zur Danksagung zu verrichten, wie es nach der Meinung des gelehrten Gerson die allerseligste Jungfrau selbst nach der Kommunion zu tun pflegte. Gebet. Allmächtiger, ewiger Gott. Du hast die unbefleckte Jungfrau Maria, die Mutter deines Sohnes, mit Leib und Seele aufgenommen in die Herrlichkeit des Himmels. Wir bitten dich, verleihe, dass wir allzeit auf das Himmlische bedacht sind und so dereinst teilhaftig werden ihrer Herrlichkeit. Amen.